Alter, was geht ab, Leute, Junge? Heute schauen wir uns wieder eine Infografik an. Und zwar die besten Angreifer aller Typen. Ihr wisst ja, zum Wasserfest hat jetzt Kingler eine neue Attacke bekommen, Krabhammer. Und ist damit rein theoretisch der beste Wasserangreifer. Zumindest DPS, Damage per Second. Heißt aber nicht jetzt automatisch, dass er der Beste ist. Deswegen Beste. Wie krass er sein wird, werden wir noch sehen. Aber auch letztens habe ich ja zum Beispiel die Team Rockets vorgestellt. Und was da, welche Typen da gut gegen sind. Und welche Konter wir jetzt zum Beispiel nehmen sollten, können wir diese Infografik entnehmen. Oder die letzten C-Days gab es ein paar Änderungen. Zum Beispiel Zumpex ist ein ganz guter Wasserangreifer geworden mit der C-Attacke. Suicune, schlechter Wasserangreifer. All solche Sachen sehen wir in dieser Liste. Schauen wir mal rein. Zuerst, erster Typ, erster Geil. Käfer. Auf Nummer 1, mein Kollege, mein bester Freund Pinsir. Beste. Oh, das ist auch interessant. Wogegen Käfer auch effektiv ist. Pflanze, Psycho und Licht. Und da haben sie auch Beispiele genannt. Mewtwo, Deoxys, Absol, Tangela und Nachtagan zum Beispiel. Interessant. Wir haben dies auch nochmal extra hingeschrieben. The rank is calculated on Pokebattlers estimators against Raid Battles, Raid Bosses. Also die Rangliste ist basierend auf Simulationen von Pokebattler gegen Raid Bosse. Die Reihenfolge ist nicht absolut. Es kann sich noch einiges ändern und es gibt verschiedene Faktoren. Manche Pokémon sind in verschiedenen Situationen besser. Das sollte man nie vergessen. Also Käfer. Nummer 1 Pinsir. Nummer 2 Shergox. Nummer 3 Jan Mega. Nummer 3 haben wir auch schon Sichtlor. Weil es nicht so viele Käfer momentan gibt. Nummer 5 ist Gagaborn, der Rest ist ja nicht mehr relevant, weil die sind nicht mehr pur Käfer. Außer Oma, der hat aber zwei Legacy-Attacken. Und Licht, effektiv gegen Geist und Psycho. Zum Beispiel Mewtwo, Latios, Gengar, Giratina Urform und Lunastein. Nummer 1 Despotar, Nummer 2 Snibuna, Nummer 3 Hunduster, Hundemon. Nummer 4 Brutalanda mit Legacy-Moveset, was er nicht mehr kann. 5 Klammchef und dann Absol. Und irgendwo Tohaido auch noch. Tohaido zum Beispiel hat sehr viel DPS, wenn ich mich richtig erinnere. Hun angeswert, aber ihr seht, relativ weit hinten. Dann haben wir Drache. Drache ist sehr effektiv gegen Drache. Rayquaza. Deswegen rainen wir ja momentan so wie verrückt Rayquaza. Nicht nur, weil er sehr, sehr cool aussieht in Shiny, sondern auch, weil er recht gut ist. Dann Dialga, Palkia. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Ding wäre weiter oben. Brutalanda. Dann Garchomp. Wer ist der? Knackjack heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Dragoran, Latios, Latias, Gigatina und Alola Kokoball. Bereits die ersten Überraschungen. Schauen wir mal weiter. Nächster Geil, Elektro. Offensichtlich effektiv gegen Wasser und Flug. Zum Beispiel gegen Kyogre, Ausos, Aquana, Panzer Ergon und Togetic. Dann haben wir auf Platz Nummer 1 Raikou. Auf Platz Nummer 2 Elevoltec. Dann Magneson. Was ist das für eine verrückte Liste? Ich dachte, Zapdos wäre viel weiter vorne. Zapdos mit dem Legacy Moveset vom Raid Day. Scheinungsendentwicklung. Dann haben wir sogar Mewtwo mit der Elektro-Ladeattacke. Dann Blitzer und der Rest. Naja. Fee, effektiv gegen Unlicht, Drache und Kampf. Zum Beispiel Machomai, Nachtaga, Absol, Latias und Palkia. Dama, Togekiss und Godewar. Wie gesagt, das habe ich schon erwähnt beim Godewar-Info-Video. Die Meinungen streiten sich noch, wer Platz 1 ist zwischen den zwei. Dama Granbull, den habe ich sogar gemaxt. Mit dem kämpfe ich sehr oft, sehr gerne. Finde den sehr unterschätzt. Latias ist aber natürlich nicht Fee und Pixie, Don't Fun, Mew, Simsala sogar mit einer Legacy-Attacke. Kampf! Effektiv gegen Stahl, Gestein, Normal, Eis und Unlicht. Heftig, oder? Heftig, gegen was das alles effektiv ist. Zum Beispiel Registeel, Relaxo, Despotar, Mammutel, Stolos. Auf Nummer 1 haben wir da noch Machomai. Gen 5 soll ein besseres Machomai kommen. Besser Kampfangreifer. Kapitz mit 2 Kampfattacken, Hariyama, Logok mit 2 Kampfattacken, Scaraborn mit 2 Kampfattacken, Lucario und Toxicroak zum Beispiel auch noch. Sogar Mewtwo mit der Kampfladeattacke ist auch am Start. Nächster Geil, Feuer. Feuer ist effektiv gegen Käfer, Pflanze, Eis und Stahl. Zum Beispiel Registeel, Scaraborn, Tangela, Pinsir und Mammutel. Platz Nummer 1 haben wir Lavados. Dann haben wir Logok mit der Seeder-Attacke, dann Entei, dann Glurak mit der Seeder-Attacke, Flamaga, Heatran, so schlecht, Magbrand, Tornupto mit der Seeder-Attacke, Akali und Brutalanda mit Feuerfeuer. Interessant. Flug. Gut gegen Käfer, Kampf und Pflanze. Zum Beispiel Machomai, Kapilz, Tangela, Quappo und Pinsir. Lavados mit der Raid-Attacke, Flug. Rayquaza mit Doppelflug, Kramchef. Ja, es gibt gar nicht so viel Flug. Ja, der Rest ist eigentlich relativ irrelevant. Also eigentlich nur Lavados und Rayquaza. Dann haben wir Geist. Geist ist effektiv gegen Geist und Psycho. Zum Beispiel Mewtwo, Giratina vom Gengar, Latios und Alola Knogger. Giratina! Ja, davon habe ich leider nicht genug gemacht. Hätte ich gerne mehr gemacht. Mewtwo,
Gengar, wissen wir. Ist sogar Geico mit Spukbart. Dann ein paar verrückte Geist-Pokémon. Aber Giratina, ja. Das ist der Geister-King. Sehr unterschätzt, als er kam. Obwohl wir alle wussten, dass er halt ein krasser Geisterangreifer ist. Hat es irgendwie niemanden gejuckt damals. Das waren die Zeiten, wo ich krampfhaft versucht habe, mindestens 96er zu bekommen. Das war echt auf Krampf noch mit sogar Tati. Mit Tati bin ich rumgelaufen und habe Raids gemacht, weil keiner wollte. Dann haben wir Pflanze. Effektiv gegen Wasser, Boden und Gestein. Zum Beispiel Kyogre, Glodon, Amoroso, Rizogos, Regirock. Dazu mal 1 große Rade, Pflanze, Pflanze, Gewaltrost-Sealer-Attacke, Visaflor-Sealer-Attacke, Leafeon, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Kapitel mit Pflanze, Pflanze, das war aber Legacy-Muster, das war nur für dieses eine Event. In der Zeit musste man den entwickeln. Tangelos, Kokowai, Alola Kokowai und Chaitagar, glaube ich, heißt der. Noch ohne Sealer-Attacke, aber mit Sealer-Attacke dann wahrscheinlich weiter oben. Dann haben wir Boden. Boden ist effektiv auch eine Menge. Elektro, Feuer, Gift, Gestein, Stahl. Zum Beispiel Raikou, Heatran, Stolos, Blitzer und Gengar. Auch Nummer 1, Groudon. Nummer 2, Knackack. Dann 3, Glihonio. 4, Mammute. Dann haben wir auch schon Vizagos, was halt ein schwächeres Glihonio ist und der Rest ist, naja. Dann haben wir Eis. Offensichtlich. Effektiv gegen Flug und Drache. Und Rayquaza ist beides. Dann noch Boden und Pflanze. Zum Beispiel gut gegen Zapdos, Donphan, Togetic, Visaflor und natürlich Rayquaza, wie gesagt. Da haben wir Mammute, Eis natürlich, nicht die CD-Attacke. Mewtwo mit Eis, Glaceola, interessant, Snibuna, Rosana, Porygon Z, ist besser als Arctos, heftig. Dann haben wir auch schon Keifel, was halt wie gesagt eine schlechtere Version von Mammute ist. Gift, effektiv gegen Pflanze und Fee, zum Beispiel Azumarill, Granbull, Togetic, Tangela und Kapilz. Roserade, auch da auf Platz Nummer 1 mit Gift. Das heißt, man bräuchte eigentlich 2. Einmal mit Pflanze, einmal mit Gift boostet. Gengar mit Gift, anscheinend Legacy, Toxicroak, Sazenia, Giflor, Slimog. Slimog gar nicht so weit oben. Man denkt von Slimog eigentlich, so wie der aussieht, effektivster Giftangreifer, aber ne, der Stinktier ist mit dabei, Alola Slimog und Nidoking. Dann haben wir Psycho. Psycho ist effektiv gegen Gift und Kampf. Zum Beispiel Kroppo, Machomai, Gengar, Nocturne, Kikli, Visaflor. Mewtwo natürlich, dann. Oh, wie heißt der? Arcelf heißt der auf Englisch. Ich kenne jetzt den deutschen Namen nicht. Psyana vor Simsala. Simsala dann. Latios mit Psycho. Metagross mit Psycho. Ja, und der Rest. Vespri ist auch mit dabei, aber. Ja. Gestein. Effektiv gegen Flug, Feuer, Eis und Käfer. Zum Beispiel Zapdos, Entei, Arctos, Pinsir und Sichlor. Dama, Ramai dann auf Platz Nummer 1. Relativ selten. Zum Glück habe ich einen 100er letztens gemacht. Letzter Max on Monday. Despotar mit der Sealer-Attacke natürlich. Glihonio ist wieder mit dabei. Überraschenderweise Aerodactyl. Amoroso ist am Start mit Legacy Movesets und die beiden Geowatts. Stahl. Stahl ist effektiv gegen Fee, Eis und Gestein. Zum Beispiel Granbull, Regirock, Mammutel, Togetic und Regieis. Auf Nummer 1 haben wir Metagross mit der Sealer-Attacke. Und dann Dialga mit Stahl. Sherox ist mit dabei, aber hinter Jirachi sogar mit Stahl. Der Pinguin. Der Pinguin mit Stahl, besser als Stolz natürlich und ja, so viel Stahl gibt es gar nicht. Dann haben wir als letztes Wasser. Diese Infografik ist noch alt, offensichtlich, weil gestern Abend kam erst Klapper mal raus. Dementsprechend Kingler nicht mit dabei. Die müsst ihr euch irgendwo da rein vorstellen. Effektiv gegen Boden, Wasser und Gestein. Zum Beispiel Groudon, Entei, Onix, Regigok und zum Beispiel Alola Knogger. Da haben wir noch auf Platz 1 in dieser Infografik Kyogre. Dann Sumpex, Impergator mit der Sealer-Attacke Sumpex auch natürlich Gyarados. Palkia mit nur Hydro-Pumpe, Twilo, Aquana gar nicht so weit oben. Ja, der Rest, Totox, Sealer-Attacke und trotzdem so weit hinten. Das waren so alle Typen, Leute, einmal so im Schnelldurchlauf. Hoffentlich hat das nicht zu lange gedauert. Das ist nur so ein grober Überblick, eine grobe Zusammenfassung, damit wir so ungefähr von jedem Typen so die besten 2, 3, 4 Angreifer ungefähr wissen. Wie gesagt, die können ab und zu hier und da mal variieren und ihre Reihenfolge tauschen, abhängig von der Situation. Ein paar interessante Überraschungen waren mit dabei. Bei ein paar Sachen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie so weit oben sind. Bei ein paar hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie so weit hinten sind. Aber wie gesagt, so ein kleiner grober Überblick für euch. Und das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.